Während Julie Buddylanders besuchte, wurde in ihrem Apartment eingebrochen. Der Grund dafür war, dass ein Austausch vorgenommen werden sollte. Anstelle von Julies Revolver wurde ein gleiches Modell in die Nachttischschublade gelegt. Nachdem Julie Buddylanders verlassen hatte und wieder in ihr eigenes Apartment gegangen war, erschien bei Landers ein weiterer Besucher. Haben Sie was zu trinken? Bier? Ja, gern. Er wusste genau, weshalb er Buddylanders aufsuchte. Dazu eben brauchte er Julie Carters Revolver. Wahrscheinlich hat er irgendetwas benutzt, um das Geräusch zu dämpfen. Er schoss und tötete ihn. Er ließ ungefähr eine halbe Stunde verstreichen, um sicher zu sein, dass die Reinemacherfrau Feierabend hatte. Dann trug er die Leiche in Julie Carters Apartment. Dabei benutzte er den Schlüssel, den Buddylanders für sich hatte anfertigen lassen.